Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich werde nicht betteln. Nee, wirst du, brauchst du auch nicht. Ich befreie dich einfach. Ne? Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Aha. Ein Spion. So, die müssen einfach geradeaus, glaube ich. Vorsicht, nicht dahin gehen, weil da startet die Hauptquest wieder. Das wollen wir nicht. Wir machen jetzt ganz kurz diese kleine Mini-Mission noch. Und danach... geht's halt weiter zum DLC. Moin. So, da ist der letzte. Wie gesagt, da nicht hin, weil da... Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Puma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Okay. So, das wollte ich machen noch. Und ja, der Rest ist eigentlich egal. Ich hasse, dass das mir das nicht angezeigt wird. So, da müsste ich jetzt hingehen. Oma, ich glaube, das ist der, der in der Höhle sitzt. Und wir machen aber jetzt was anderes. Denn wir gehen jetzt das weitermachen. Dazu brauche ich ein Lagerfeuer, was direkt aber vor meiner Nase ist, zum Glück. Du sollst weglaufen. Aber hey, okay. Wir können wieder Holz mitnehmen, ne? Gönn mal. So. Fähigkeiten, was haben wir? Oh, wir haben zwei. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Ja. Lockpfeile, ja. Das ist halt alles so ultra uninteressant, ne? Es ist unfassbar. Aber das ist halt so, ja, lame einfach. Ja. Oh, wir können doch was bauen. Schadenswiderstand von Ausdauer hält länger an. Benötigt die Fähigkeit Herz des Jaguars. Ja, aber wir bleiben bei dem hier und bei... ich glaube, den hier war es. Menschengemachte Ressourcen ist. Ja. So bleiben wir. Dann reisen wir ins verlassene Dorf. So. So, 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 so. da hoch. Ach ja, stimmt, da müssten wir ja diesen Scheiß machen, ne? Warum hat das nicht funktioniert beim ersten Mal? WTF. Kann ich nicht einfach mit E theoretisch... Kann ich. Wusste ich's doch. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt mit E, aber hey. So, wir müssen hier rein wahrscheinlich, ne? Ja. Sind dabei, ein Grab zu betreten. Let's go. Und da ist auch dieser rote Pilz wieder gewesen. Jetzt gehen wir in dieses Alien-Loch rein. Oh. Aber hey. Das wird bestimmt ein cooles Grab. Das wird wahrscheinlich eine Höhle sein, ne? So eine Höhle mit diesem Pilzkram. Oh, so eine ganz rote Höhle. Das sieht ja auch krass aus. Oh. Es ist ein kompletter Dschungel einfach. Wie genau das hier.
Das ist dieser Pilz. Lol, guck mal, da liegt ein Viech drin. Der Pilz hat das zerstört, Alter. Hier sind wir halt hergekommen, aus diesem Pilzloch. Das ist halt krass. Wie schön das hier aussieht. Okay, es ist... Ja, in die Richtung Höhle. Es geht in die Richtung Höhle. Das ist schon nice. Ja, ist schon nice. Sieht schon cool aus. Ach, da oben war was. Lol, ich hab's. Das muss der rote Pilz sein, den Amaru in seinem Brief erwähnt hat. Er ist offensichtlich tödlich. Ja, und du läufst hier einfach ohne Maske rum. Hier, komm mal, hier. Geil, zieh dir eine richtige Nase. Oh. Wirklich? Okay, sie hustet einfach. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ah. Ach so. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ja, kennen wir schon. Mein lieber Sairi, ich hinterlasse dir das hier am Tor zu meiner größten Angst, für den Fall, dass ich nicht zurückkehre. Trinity hat mir mehr als einmal angeboten, mich ihnen anzuschließen. Und ich habe meine Antwort aus verschiedenen Gründen immer hinausgezögert. Aber damit muss jetzt Schluss sein. Sie können die Ressourcen zur Verfügung stellen, die wir brauchen, um Paititi zu ernähren und unsere Stadt vor dieser schrecklichen Hungersnot zu retten. Also schiebe ich meine Ängste beiseite und bin bereit, sogar mein Leben für unser Volk zu riskieren. Und falls ich den ultimativen Preis tatsächlich bezahlen muss, sollst du wissen, dass ich darauf stolz bin und es nicht bedauere. Dein dich immer liebender Bruder, Amaru. Tja. Tja, tja, tja. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ich muss die muss Trinity aufgestellt haben. Sie sollten nicht funktionieren. Oh. Ja. Natürlich. Einfach mal rumballern. Klar. Oh, Scheiße. Tja. Die Falle war halt zu lame. Okay, da ging es mal irgendwann lang. Es sieht so, es ist, ich hab's wirklich gesagt, ne? Eine Höhle mit irgendwas mit dem roten Pilz einfach. Sehr geil. Finde ich sehr cool. Und jetzt? Jetzt kommt der Ultrashot. Das Tor diente nicht nur zum Schutz, es sollte das Grab verbergen. Und Amaru wusste, dass es hier war. Cool. Wie krass das einfach aussieht, ne? Also der Style, die Graphics und die Orte hier sind halt echt immer sehr gut. Das ist wirklich echt ein super Bonus. Alter. Ich wette, wenn man hier runterfällt, ist man tot. Kann ich mal... Ich muss es probieren. Ja, natürlich geht das so schnell. Bis eben hat sie einfach da eine deftige Nase von gesnaggelt. Das Tor diente nicht nur zum Schutz. Es sollte das Grab verbergen. Und Amaru wusste, dass es hier war. Ja. Hm. Toll. Das Tor diente nicht nur zum Schutz. Es sollte das Grab verbergen. Ja. Und Amaru wusste, dass es hier war. Da. Hier geht's rüber. Oh. Die Spuren sind tödlich. Ich kann nicht durch. Aber ich komme nicht durch die Barriere. Ist schon gut.
Oh, das wird so ein Fallenlabyrinth. Ja. Das Ding steht nicht ohne Grund hier. Es muss einen Nutzen haben. Ja. Also erstens hole ich mir mal... Oh, die schöne kleine orange Box hier. Plump. Einfach geplompt. Ich würde mal sagen... Ich brauche diesen Karren, oder? Okay, ne, das geht nicht. Es gibt zwei Spuren und der Schlitten kann in beiden platziert werden. Ja. Ich weiß, was ich glaube ich tun muss. Ich finde das voll geil, so ein Fallenrätsel mal zu bekommen. Finde ich voll gut. Wait. Als allererstes gehe ich mal hier rauf. So. Hier muss es ja noch irgendwas geben. So ein bisschen Loot. Naja. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Tja. Ah. Ein bisschen Gewicht. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ja, ich weiß, dass da was bewegt wird mit... Kann ich da mal so reingucken, was da so drin ist? Okay, da ist nichts drin. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Wie bewegt? Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Laura, mit dem Schlitten wird etwas bewegt, ne? Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ja, genau. Sag's noch 300 Mal. Da ist eine Treppe. Wie schön ist da... Wie ist so ein geiles Schiff da? Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ja, ich weiß. Okay, ich muss auf jeden Fall hier draufstehen gleich. Hallo? So, und jetzt gönnen wir uns den Schlitten und ziehen uns den rüber. Flump. Ich werde mich beeilen müssen. Ja. Ich dachte, ich hätte hier noch was gesehen. Aber nee, da ist nichts. Nee, alles gut. Plomp. Hier ist noch ein bisschen Bergungsgut. So.
Sehr schön, 4 Stück. Ja, so ist es. Der Wagen ist noch in der falschen Position. Der Wagen ist in der perfekten Position. Easy. Nice. Der Wagen ist nur in der falschen Position. Ja, jetzt haben wir alles, ne? Das ist schon geil. Da oben ist so ein Typ, der eine Fähigkeit hat. Also, sieht halt so ähnlich aus. Alter, ist das ein geiler Ausblick. Ja, moin. Einfach ein geiles, fettes Schiff noch da hinten. Ich geh mal hier rein. Was ist der Unterschied? Ah, ach so. Muss die hier durch. Lul. Aber hier ist noch ein bisschen Gold. Ja, wir finden jetzt nur noch 6 anstatt 7. Aber dafür finden wir mehr menschliche Ressourcen. Das ist schon gut. Moin. Oh, da oben ist schon der Fähigkeitsdude, ne? Jo! Mal gucken, ob wir so einfach da rankommen können. Gott, so viele Leichen. Ich muss die Spuren umgehen. Da liegt was. Wie prognostiziert hat Amaru das 6. Siegel vorbildlich absolviert. Er hat sogar die höchste Punktzahl erreicht, seit es diese Prüfung gibt. Was nicht nur für sein Können, sondern auch für seine herausragende Entschlossenheit spricht. Ich halte ihn für einen mehr als würdigen Nachfolger für meinen Posten. Und er zeichnet mit Dr. Dominguez. Das ist kein Name, sondern der Titel des Anführers von Trinity. PS: Wir werden Paititi umgehend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, um die Hungersnot zu lindern, wie wir es Amaru zugesagt haben, falls er unsere Sache unterstützt. Okay. Alter, wie die auf den Typen erwachsen. Kann ich hier lang gehen? Oh. Ach so, hier, lol. Hab ich gesehen. EZPZ. Erwischer freigeschaltet, Pilz mit Aussicht. Raptorenauge.
zielen sie auf ihre Feinde und markieren sie diese, um sie dauerhaft verfolgen zu können. Wow, toll. Der ganze Ort ist ein Test. Amaru wollte Trinity hier seine Loyalität beweisen. Hätte er sich früher verpflichtet, hätten sie ihm die Lebensmittel sofort gegeben, bevor Sairi auf der Jagd getötet wurde. Ich werde nie wieder zögern. Amaru machte seinem toten Bruder ein Versprechen, das kein anderer Paetitianer lesen konnte. Es gibt nur eine Person, die mir das bestätigen kann. Aha. Okay. Das war... Cool, dass es hier immer wieder dieses Leben gibt, ne? Zum alten Mann zurückkehren. Das Problem ist, wo war denn der? Ich glaube, der war hier, ne? Tempelviertel. Ich glaube, der war da. Ja. Der saß da an der Treppe. Der saß da an der Treppe. La 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 la. Dann kriegen wir die ja tatsächlich doch fertig. Moin. Ah, du bist's wieder. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich glaube schon. Mehr als erwartet sogar. Du wirkst besorgt. Was beschäftigt dich? Hast du Amaru hier je wieder gesehen? Nach der Hungersnot? Du meinst nach dem Tod seines Bruders? Wie gesagt, sie waren unzertrennlich. Als Sairi starb, fand auch ein Teil von Amaru den Tod. Nicht viel später kam er noch einmal her, aber danach nie wieder. Er verschrieb sich vollständig dem Kult von Kukulkan. Ich nehme an, der Tod seines Bruders hat alles verändert. Danke. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Koryanka hatte recht. Das Rad ist wichtig für Amaru. Es könnte sein wertvollster Besitz sein. Wir haben keinen Grund und kein Recht, es ihm nicht zu geben. Oh Leute, ich muss hier hin. Aha! Ja gut. Das ist jetzt nicht geplant. Wir müssen auch noch zu Poma zurückkehren. Ja, gut. Wir müssen das Amaru zurückbringen, obwohl wir ihn irgendwann killen werden. Höchstwahrscheinlich. Tja. Also Amaru ist ja Dr. Dominguez, ne? Nur für... Omokil. Nur um das nochmal zu sagen. Das ist eine und dieselbe Person. So, hey Typ. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Okay. Chamanka, Chamanka, Banshi. Okay. Fähigkeiten. Ein Fähigkeitspunkt. Reicht für nix. Inventory. Den würde ich halt gerne upgraden, ne? Wir haben halt keinen. Wir müssen unbedingt Jaguar sammeln. Okay. Ich glaube, wir ziehen uns mal. Was ist das hier? Bonus EP für nicht lautlos Kills. Mhm. Eigentlich nice, ne? So. Wir ziehen uns mal das hier. Haut und Fett von Tieren. Das gönnen wir uns. Und dann gehen wir Jaguare jagen. Also auch.
Problem ist nur, wo gab's denn Jaguare? Peruanischer Dschungel war das, ne? Da gab's da so eine Stelle. Oder auch nicht. Oder war das hier? Nee. Machen wir es anders. Ich gucke erstmal auf die Map. So, also wir müssen zum einen diesen Typen finden. Das ist dann hier. Ja, das müsste dann... Mann, diese Scheißmarkierungen. Da müsste Kolki sein. Okay. Weil das DLC endet halt mit... Ja, wir sind halt in der Hauptstory drin und deswegen, ja, ist das ein bisschen blöd. So, hier ist dieses Albino-Wasserschwein oder wie das heißt. Wir müssen aber Jaguare suchen. Wo gibt's Jaguare? Das ist irgendein anderes Vieh. Kondor. Tja. Das Problem ist, hier sieht man nichts. Es gibt keine Jaguare irgendwie. Jaguarbau. Ja, vielleicht gibt es hier ja welche. Sollen wir mal zum Jaguarbau reisen? Weil irgendwie finde ich keinen anderen Ort für die Viecher. Okay, wir reisen mal zu dem Lager da hinten und befreien diesen Kolki. Was war das? Tempel der Sonne, Dorfhöhlen. Tschüss, Jonah. Oh. Der ist noch viel weiter oben. Oh. Vielleicht reise ich dann doch mal zu einem anderen Lager. Vielleicht zum Tempelpfad. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann. Also an den Typen ranzukommen halt. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit da durch die Höhlen nochmal zu gehen. Oder was auch immer da war, ich weiß es ja nicht. Ja, das ist schon ein bisschen leichter, glaube ich. Oh, Gold. Nice. Ah ja. Ja, es war gut hier hinzukommen. Kolki. Kolki. Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguarkrieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Bringt sie um! Bringt sie um! Ciao. Ja. Ich bin ausgewichen. Ciao. Oh!
Ciao. Ciao. Ich bin ausgewichen. Ciao. Ah, diese scheiß Bogenschützen mit ihrem Ultra-Aim, ne? So, da, down mit dir. In die Eier rein, so. Da hast du deinen scheiß Preis. Errungenschaft, unbekannte Position, null. So, in deine Eier rein. Mir egal. Warum hat die nicht den Angriff gemacht? Ach, du bist... In deine Eier. Steuerung, ey. Da. Immer diese scheiß Steuerung. Elende Scheiß. Und warum kann ich hier meine Waffen nicht ausrüsten? Weißt du, ich hätte jetzt schön mit der Knarre rumballern können. Steuerung. Steuerungshass. Ist Kolki dann also tot? Also der eine, dieser Pomo hat die also alle verraten. So. Kolki ist also weg. Ja gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir halt, ja, wahrscheinlich dann Hauptstory mit dem, also Hauptstory machen werden und dann halt noch das DLC-Ende. Ist halt ein bisschen weird, aber hey, kann ich halt nichts für. Ist abgeschlossen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, der Drachen, der Prinz kann ich nicht abschließen, solange, solange ich die Hauptstory nicht gemacht habe. So, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.